Kontrolle. Zeig mir, dass du dich behaupten kannst. Halte die Zonen. Zone C erobert. Der Feind hat Zone A eingenommen. Zone A erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C verloren. Der Feind hat Zone B eingenommen. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Du ziehst an ihnen vorbei. Mach weiter so. Zone C verloren. Du hast Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone A verloren. Vorsicht, dein Gegner holt auf.
Zone C verloren. Powerplay. Der Feind hat deine Zone. Zone A erobert. Der Feind hat aufgeholt. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. In Führung. Und wie sieht's aus bei euch? Läuft weiter? Hm? Läuft das gut? Zone A verloren. Das war natürlich. Noch fünf. Ich krieg's auch kein Ende, hä? Ja, wenn man da so kurz vor Schluss ist, dann will man das auch nicht offen lassen. Zone A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Zwei Siege? Oder was muss ich machen? Nee, zwei Spiele. Zone C verloren. Sie haben die Führung übernommen, aber du kannst den Spieß noch umdrehen. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone A verloren. Du hast Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Führung übernommen. Zone C verloren. Du hast Zone C erobert. Noch 3 Minuten. Zone C verloren. Zone B verloren. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Du hast Zone A erobert. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Ihr habt es fast geschafft.
Geschickte Taktiken führen zum Sieg. Du kämpfst um diese Zonen wie ein Tier. Bringe deine Freunde vorbei. Ich brauche mehr von deiner Sorte. Wenn du Glück hast. Das weiß ich nicht. Kontrolle. Zeig mir, dass du dich behaupten kannst. Halte die Zonen. Der Feind hat Zone A eingenommen. Ja, Zone B erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Diese Lava für Kids. Führung übernommen. Du hast Zone A erobert. Powerplay, lass nicht nach. Zone A verloren. Du ziehst an ihnen vorbei. Mach weiter so.
Zone C verloren. Zone A erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone B verloren. Du hast Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C verloren. Zone B erobert. Ja, ja. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Für ein. Ihre Niederlage steht bevor. Mach den Sack zu. Zone B verloren. Zone B eingenommen. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Es bleiben noch 5 Minuten. Ein starker Start. Kämpf weiter. Zone C erobert. Powerplay, lass nicht nach. Zone B verloren. Zone A verloren. Seid ihr nicht noch da, oder? Ich bin noch da, ja. Du hast Zone B eingenommen. Du hast den Zonenvorteil. Zone C verloren. Ich bin gleich wieder da, nur beschränkt. Zone A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Der Sieg ist ganz nah. Oh!
Geschickte Taktiken führen zum Sieg. Du bist abgehackt, ich kann dich gar nicht verstehen. Na, ja, cool. Das ist gut. Das ist super. In Bearbeitung. Erledigt, erledigt, erledigt. Fertig, fertig, fertig. Alles erledigt. Willst du eine Transaktion durchführen? Erwähnt die Dunkelheit nicht. Ich will davon nichts wissen. Selbst bei den schwierigsten Codes benötigt man nur den richtigen Schlüssel. Wenn du zur Lehre flüsterst. Naja, genau. Hier ist ein bisschen verziert und goldig und so. Bilder für diese Struktur erfüllen mich nicht gerade mit Vertrauen. Manche dieser Dateien sind älter als die Stadt selbst. Aber das kann nicht stimmen. Die Vorhut fragt nicht zweimal. Wir müssen das fertig machen. Dieser Krieg ist ein komplizierter Algorithmus, so, das ist mal sicher. Welche Puzzles bringst du mit? Wir müssen das erwacht. Er hat so seine Laune. Ich habe es gesehen, als er dachte, er wäre alleine. Zack.
Peter, welche Puzzle spielst du mit? Schön, dich im Team zu haben. Dem Licht sei Dank. Erwähn die Dunkelheit nicht. Ich will davon nichts wissen. Ignoranz ist eine Gefängniszelle, zu der ein Engramm manchmal der Schlüssel ist. Wir sind über dem Budget. Wir müssen zurück zum Vollstrecker. Ja, ja, Hüter. Lass du kannst... Nee, du kannst... Das dauert ja ewig. Nein, nein, die Waffen auf 400 kriegst du nur in Prestige-Leviathan. Oder Prestige-Raid. Ja, Prestige, ne? Nein, nein, da musst du schon, also die, es gibt auch nur die Waffen des von Leviathan, die Geist Primus, Mitternachtsputsch und die, die du im Leviathan kriegst, die sind auf 400 denn. Aber du musst Prestige spielen. Nein, die kannst du nicht informieren. Bringt uns der Sieg über die Rotlegion nicht die verlorenen Archive zurück. Manche Dinge haben doch ein Ende. Dieser Krieg ist ein komplizierter Algorithmus, das ist mal sicher. Ja, das ist auch saftig. Nee, du musst, so lange Schmelztiegel spielen, bis du, Legendär hast. Und wenn du legendär hast, musst du das noch voll machen. Na, du hast doch, wenn du, nimm mal deinen Hüter und dann drück mal Tabulator, gedrückt halten. Kommst du auf die Map, dann gehst du mal auf Schmelztiegel. Dann gehst du ganz links auf Schnellspiel. Einmal draufklicken und dann siehst du oben links, welchen Tapferkeitsrang du hast. Feuer ist der wahre Feind. Ja, ja, wo bist du ja jetzt? So war es schon immer. Was steht da oben drüber? Ja, was steht da oben drüber? Mythisch? Oder was steht da? Berühmt. Zur Leere flüstert sie zurück. Oh wei, oh wei, oh wei. Da kannst du noch die ganze Woche spielen. Ja, da, pass auf, du spielst das Beginn, das spielst du voll. Da steht ja unten, hast du ja die Punkte bis zum nächsten Rang, steht da ja. Was steht da bei dir? So. Das heißt, du machst das Ding voll. Danach kommt der nächste Tapferkeitsrang, das müsste dann mythisch sein. Dann kommt der nächste, das ist dann... ich glaube, das... Oh, jetzt muss ich gucken. Es sind auf jeden Fall sind das 4 Tapferkeitsränge. Und die musst du alle voll machen, bis zum Schluss. Du musst auf die 2000 Punkte musst du kommen. In Summe. Unter den Zeichen steht ja, wie viele Punkte du hast. Wie viel hast du jetzt? Ja, genau, da drunter. Was steht da? Ja, dann kannst du jetzt noch knappe 1000 Punkte machen. Also nochmal so lange Schmelztiegel spielen. Hast du etwas für mich, Hüter? Ach, du hast das schon resettet. Dann müsstest du es aber eigentlich haben. Tja, das ist natürlich schade. Dann kriege ich das nicht zurückgesetzt. Aber jetzt musst du es nochmal hochspielen. Das ist ja ärgerlich. Jetzt musst du es nochmal machen. Ich muss alles festhalten, an das ich mich noch erinnern kann. Die Stadt braucht uns. Warte, warte. Thank you.
Doch, das geht weiter. Du sammelst ja die Punkte. Doch, das, solange das Event hier da ist mit den, mit der Statue und den, und der Rüstung, geht das auch weiter. Das ist weg. Ja, bei Forsaken ist das nicht mehr da. Da kommt so viel Neues. Ich will nicht sagen, dass der tote Orbit recht hat. Die Kabale stürzen sich auf unsere Fracht ein. Da können wir es uns nicht leisten. Ja, da hast du noch einiges vor dir. Ja, das geht schnell. Nur Schmelztiegel musst du für 5 Siege machen. Das geht ja auch irgendwie noch. Ich denke, ich habe da etwas, das du magst. Ach so. Ja, dann musst du nur noch Leviathan Prestige machen. Für die Brust. Euch zusammen. Die Stadt braucht uns. Bleib wachsam. Wir sind wahrscheinlich nie so sicher, wie wir denken. Dann okay. Ja, wir versuchen es, ne? Bleib wachsam. Wir sind wahrscheinlich nie so sicher, wie wir denken. Wir sind über dem Budget. Wir müssen zurück zum Vollstrecker. Ja. Bleib wachsam. Wir sind wahrscheinlich nie so sicher, wie wir denken. Manche dieser Dateien sind älter als die Stadt selbst. Aber das kann nicht stimmen. Naja, für die Rüstung, da droppen nur Sphären. Und du kriegst, wenn du in deiner Super bist, kriegst du ein bisschen mehr Immunität. Mehr ist es. Keine, also nicht viel. Unwesentlich. Hüter sind auf meiner bescheidenen Türschwelle immer willkommen. Manche dieser Dateien sind älter als die Stadt selbst. Aber das kann nicht stimmen. Klar. Erwähn die Dunkelheit nicht. Nein, es geht ja darum, dass du während deiner Super ein bisschen mehr Immunität hast. Und bei den Waffen ist es so, wenn du die auf Dings hast, dass dann Sphären droppen. Mehr ist es ja gar nicht. Mehr geht's nicht. Mehr ist es nicht. Doch, das lohnt sich schon. Die neue Rüstung lohnt sich im Raid schon. Bescheidene Türschwelle, immer willkommen. Im Schmelztiegel lohnt sich das nicht. Und das wäre auch dämlich, wenn du dennoch den richtigen Fokus drin hast und dann leuchtest wie ein Tannenbaum. Dann zieh lieber eine getarnte Rüstung an, damit die Leute dich auch nicht so gut sehen. Du leuchtest ja wie... Was. Raid ist gut, ja. Und hast du es,
Bleib wachsam. Wir sind wahrscheinlich die lila Legionäre, wie wir denken. Reißt euch zusammen. Die Stadt braucht uns. Wie die rote? Wieso ist die rot? Nein, die ist lila. Das ist eine lila Legendäre. Ja, ich guck mal. Hast du den Bericht über die ETZ gesehen? Ja, das muss man nicht machen. Erwähnt die Dunkelheit nicht. Ich will davon nichts wissen. Ne, ach so, die anderen bleiben. Die, das ist nur diese Rüstung, die auf 405 kannst du die kriegen. Ja. Ach scheiße, den Kaffee vergessen. Ein Entwurf aus dem goldenen Zeitalter für interplanetarische Orbitalsegel. Es sind so selten Gedichte. Bei Forsaken, das musst du dir doch erspielen dann erst. Nee, weiß ich nicht. Es kommt doch erst noch, das weiß doch gar keiner. So. Bringt dir sowieso nichts. Das kannst du dir sparen. Hast du den Bericht gesehen, wo bei uns drinne steht? Bei Forsaken nützt dir sowieso nichts für Rüstung. Ich guck mal, wie weit ich noch komme. Ja, du hast natürlich den riesen Vorteil von heute Morgen. Rüstung schon. Das. Was ist denn mit der Rüstung, wenn du da die Sachen noch mal mit Prestige rät und so, was ist dann? Was hast du dann? Ach, das ist der Meister. Dann kannst du die Rüstung als Meisterwerk freischalten. Ist die halt geil. Ihr könnt die aber auch trotzdem aufwerten. Ihr könnt die jetzt von 400 auf 405 leveln, indem ihr da einen Mod reinmacht. Ja. Und das geht auch noch. Also du kriegst nicht mehr als 405. Es ist halt nur eine Meisterwerk-Rüstung dann. Das ist nur nice to have. Ha? Ja, aber wie gesagt, das ist aber nice im Forsaken, to have, aber kein Muss. Wir haben zum Beispiel bei unseren Rüstungen für den Prestige-Leviathan die auch noch nicht freigeschalten, die Brust. Alles andere haben wir uns hart erarbeitet, sag ich jetzt mal. Das ist einfach so. Das ist eine reine Fleißarbeit, das kann man alles schaffen. Zu zweit oder alleine oder zu dritt. Aber. Ein Prestige-Rät alleine. Also nein. Nein. Das hat eigentlich alles andere, meine ich. Alles andere haben wir gemeistert. Nur den Leviathan, den haben wir ja noch nicht zusammengekriegt. Da fehlen uns ja die Leute für. Da sind ja die meisten Leute nicht in der Lage oder wollen nicht. Ich guck mal. Das ist Power-Level, Brüssel. Hä? Was hast du jetzt für ein Power-Level? Moment.
Mal abgesehen von deiner grünen oder blauen Rüstung. Die ist ja eh noch nicht so gut. Moment. Kann ich dir gleich sagen. Konflikt. 364. Immer noch. Ja, du, ich bin aber gut. Die ganzen Meilensteine mal hier machen und die Beutezüge annehmen und sowas alles. Ich habe endlich mal vernünftige Items, Christi, die ich nach vorne bringe. Ey, was habe ich denn gehabt? 348 oder was? Also ich bin gut, ich habe gut reingehauen. Ja, gut. Das stimmt. Genau, wenn du auflevelst, immer gleich alles abholen. Egal. Und wenn du 10-mal am Tag zum Turm kriegst, scheißegal. Ja, das mache ich ja. Ja. Ich hab alles schön infundiert und. Genau. Sehr gut. Ja, das habe ich ja immer schön gemacht. Ja. Weil ich bei deine Kills kommen, jetzt mit den Solarkills, mit der Granate und dann schaue ich mal, ob ich dann damit PvP spiele, wenn ich noch Lust habe. Ja, du machst ja keinen Stress, was PvP angeht. Das kannst du ganz in Ruhe mal morgens machen oder was. Ich würde das auf jeden Fall nicht abends oder spät nachmittags machen. Weil ja. Da hast du nur Ärger, weil da sind die ganzen Freaks drin, da kommst du nicht vor. Oder du hast dann Glück und rennst da halt mit. Wie so ein Kacken. Ah, ist auch nicht Sinn und Zweck. Da fühlt man sich ja nicht wohl mit. So, jetzt logge ich die, jetzt bin ich vorm Boss. Ich logge die jetzt quasi, ich laufe bis zum Eingang, oder? Ja. Nur Schaden machen. Ja. Jetzt kommen wir.
Ein Einsatztrupp geht durch dick und dünn. Die kommen aber auch so beschissen raus. Das ist auch ein bisschen Glückssache, wie die gerade kommen, gell? 5 Minuten. Mach so weiter und du gewinnst die Schlacht. Mir sind jetzt gerade ganz beschissen gekommen. Immer so im Abstand. In so Gruppen. Kleine Gruppen. Ach, jetzt kommt die Spreng-App schon. Scheiße. Mich ärgert das, das hätte auch schon längst fertig sein können. Das ist sehr ärgerlich. Oh, ich muss aufpassen, der Chef ist vielleicht. Bleiben. Oh, so eine Kack-Noobs, ey. Dagegen kann man doch keinen Blumentopf gewinnen, ey. Was spielst du, Tommy? Ah, sind Strikes. Immer random, irgendwelche Vollidioten. Weil die nicht alle nicht wissen, was sie machen müssen, ey. Scheiße. Das kommt natürlich keiner. Es fast geschafft. Ein wohlverdienter Sieg. 2 für 1.
Dein Kampfgeist ist ja, hoffentlich habe ich nachher auch so ein Glück. Aber ein neues. Ja. Ja. Schön, ne? Mensch, ey. Diese Vollidioten, ey. Ach, ich könnte hier wahnsinnig werden. Die sind so dämlich, ehrlich. Kontrolle. Ohne Zonen auch kein Sieg. Erobere sie und eliminiere deine Gegner. Der Feind hat so einfach eingenommen, was Zone C erobert. Jo. Ja, zwischendurch, ja, da ist halt da so ein Jump and Run zwischendurch. Das ist aber nicht schlimm. In Führung. Also, das heißt nicht schlimm. Du musst halt nur wissen, du kannst halt Brüssel fragen. Wenn das ein, zwei Mal gemacht hast, dann weißt du wesentlich schon mal so grob, worum es geht und wo du hinfüllen musst. Das geht nach einer Weile. Zone B eingenommen. Der Vorteil liegt bei dir. Nach einer Weile geht das. Alleine schaffst du das auch. Naja, du musst die Bälle von einer von einem Spawnpunkt zum nächsten tragen und du darfst sie nicht in 50 Sekunden in der Hand. Das heißt, man muss sich da gut verteilen und die Bälle weitergeben, bis man dann zum nächsten Punkt geworfen hat. Das ist auch nicht schwer, wenn man grob weiß, wo man hin muss, wie gesagt. Und du hast auch mehrere Möglichkeiten, das zu versuchen. Das ist halt nicht so schlimm. Heftig wird's bloß beim Boss dann. Da musst du dann halt wirklich. Ja, beim Boss im Saal, da musst du dann Abläufe. Da musst du wirklich gut koordiniert sein. Und da muss vor allem. Muss da jeder wissen, was er zu tun hat.
muss man auch mal außer auf. Ja, weil es gibt da die Situation, dass man so eine Art oberster Untertan heißt das ist. Und dann muss man halt in den Weltraum. Und das ist immer unterschiedlich, wer das ist. Das heißt, alle müssen das können. Genau. Ja. Zone B verloren. Zone A erobert. Der eine soll gigantisch werden, der neue, gell? Der soll groß werden, ja. Zone C verloren. Ich hab das Mut. Was haben wir? Wir haben glaube ich mal auch in ein bisschen, also knapp unter einer Stunde. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Zone B erobert. Ja, wir haben glaube ich mal anderthalb Stunden mit Kisten holen noch danach. Vorsicht! Dein Gegner holt auf! Da gibt es ja Karten für. Nee. Schon. Was dem Gegner Einhalt geboten? Das kann man schon schaffen, aber es ist halt nicht einfach. Muss man schon wissen, was man hat. Zone B verloren. Ja, der Boden, der holt seine Kisten immer alleine. Du hast Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Doch. Na, du musst die Roboter zerstören. Und das macht er mit der Kolonie und Granaten. Das macht er alleine. Da geht er rein. Schmeißt die erste mit Granate ab und dann schmeißt er noch auf den zweiten eine Granate und dann geht er mit Kolonie weiter. Pum, 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 pum. Und dann ist es vorbei. Ja. Nur noch 5 Minuten. Das. Ich glaube, bis auf eine Quest kannst du alles alleine machen. Kisten holen auf jeden Fall. Einige brauchst du ja gar nichts machen, da gehst du einfach nur hin. Zone A verloren. Bin ich denn jetzt gelandet? Boah, Bildschirm des Todes hier. Was sind denn hier für Leute dabei? Spielen die noch mit Modem oder was? Zone C verloren. Powerplay für deinen Feind. Zone B. Ich hab echt Pech. Bei mir funktioniert das nicht. Wahnsinn. Hey, jetzt kommen sie alle.
Ah, das ist doch zum Kotzen, ey. Jetzt habe ich keine Granate, jetzt kommen sie alle. Ja, ja, toll. Supi. Du hast Zone A erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Noch 3 Minuten. Zone B verloren. Mir funktioniert das nicht, leider nicht. Ich habe jetzt gerade mal, warte mal, Zone 23%, glaube ich. Ja, 23%. Bei mir kommen die so beschissen raus. Zone B verloren. Sie haben die Führung an sich gerissen. So, jetzt bin ich erstmal wieder hier raus. Fertig. So Jungs, ich werde es lassen. Das ist gemein. Das ist echt mies. Aber ich mach's einfach so. Hast du es ihnen gezeigt? Noch 1 Minute. Zone A verloren. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Noch 30 Sekunden. Du hast Zone C erobert. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zehn Sekunden. Der Feind hat dich besiegt. In dieser Schlacht geht es um Boden. Du kannst es schaffen. Kämpfe nochmal. Da, hier bin ich. Guck, guck. Hinter dir. Du bist an mir vorbeigerast. Hä? Warst du das nicht gerade, oder? Ach so, da war das jemand anders vor mir vorbeigeflitzt ist. Weil er stand da, Spieler ist bei mir beigetreten, dann ist jemand an mir vorbeigelaufen, habe ich gedacht, ist das.
Warte, warte, komm dir entgegen. Nein, nein, ich hab noch niemand getötet, die war auch nicht ganz rund. Warte mal, ich komm dir entgegen. Stehst da noch. Hä? Ah, okay. Also der Jadehase, der gefällt mir nicht. Naja, das, ich weiß. Aber das ist nicht so mein Fall. Du meinst die Polaris-Lanze. Die ist super. Die ist super, die Polaris-Lanze. Ja, ja. Ja, hier gleich. Ja, das könnt ihr auch beschleunigen, wenn ihr mit der risikoreich spielt. Hier. Ja, mit der MP. Wenn du damit spielst, dann kannst du das beschleunigen, dass die schneller hochlegt. Echt? Granate. Aber die habe ich. Ich muss. Ja, aber bei Akkuschaden, aber ich muss ja. Ja, aber nur wenn du Akkuschaden bekommst. Ach doch. Spielt ihr mit dem Warlock oder mit dem Jäger? Warlock. Das müsste mit einem Melee-Angriff müsste das funktionieren. Im Nahkampfangriff. Ah, okay. Okay. Ich auch. So. So weit läufst du vor. Kannst ja nur einmal rein und wieder zurück. Genau, die laufen alle in die Granate rein. Hab ich schon. Hab ich schon. Ja. Scheiße, ich habe keinen Raketenwerfer. Ja, ich brauche noch einen Endfort.
Ja. Siehst du, aber das sind immer noch genug. Ich hab keine, ich hab die ja schon geworfen. Hätte ich warten sollen, oder? Warte. 6, ach scheiße, 3%. 3% hab ich. Ja, das ist die Menge der Gegner, die da reinlaufen. Da musst du natürlich die Granate so platzieren, dass da so viele Gegner wie möglich reinrennen. Und dann macht sie das Eskalationsprotokoll eigentlich am besten. Wenn ihr die Chance habt, nutzt das lieber. Dann lauf da 3 Runden, einmal starten. Ach so, wo bist? Ah, und wie okay, gesagt, komm, einmal anklicken, lass die Ads kommen. Dann läufst du da 3 Runden im Kreis mit denen im Nacken, die laufen dir alle hinterher und dann schmeißt du dir einfach die Granate selbst vor die Füße und läufst ein Stück weiter. Dann drehst du dich um und dann siehst du, wie die da alle reinrennen. So. Ja, meine Granate hab ich voll. Scheiße, das war wohl nichts. Die sind alle vorbeigelaufen. Mist. Die kommen von links. Aber ich bin genau falsch. Ich hätte andere rechts rumlaufen müssen. Die sind jetzt alle. Wo bist denn du? Mensch. Ach hier, da oben hätte ich mich draufstellen sollen. Okay. Shit, dumm gelaufen. Meine Granate ist gleich voll. Scheiße. Jetzt kommen sie nicht mehr. Mann, was sind das für Kacknoobs hier, ey. Mein. Hauptsache durchrennen, ey. Vollidioten. Nur Vollidioten. Das ist total schief gelaufen. Ja, das hätte ich gleich von Anfang machen. Wenn sie keinen Speedrun können, dann sollen sie es lassen, ey. Meine Güte. Ja, aber also wenn ich fremde Leute um mich rum habe, dann mache ich doch lieber einen normalen Run anstatt diesen Speedrun. Ja.
Aber die wissen es ja anscheinend nicht. Wir haben uns gedacht, warte mal, da hier ist sowieso aus. Und was, da vorne können wir es mal probieren. Ja, ach so. Okay. Okay, geil. Ach so. Ich stelle mich jetzt auf die Kiste und dann springe ich hoch. Ja. Ich glaube, ich springe dann erstmal da hoch und schmeiß gleich. Ach, warte mal, der Arsch da, der schießt mich wieder ab. Okay. Oh, fuck. Was ist das denn, Alter? Okay, also. Warte mal, ich... Dicke Hornisse hier bei mir im Zimmer, ey. Verdammt, echt? Scheiße, oh. Ganz schrecklich gekriegt, ey. Die saß bei mir auf dem Kopf. Oh. Tommy, der Hornissenkiller. Alter, ne, die haben bei mir im Schlafzimmer, letztens in meinem Hemd, im Ärmel, schon ein Nest gebaut, ey. Ja. Ich hätte noch warten sollen, ich glaube, ich wäre noch mehr gekommen, oder? Nein. Es dauert noch gleich ein paar Sekunden. So, jetzt. Wow. Sechsundfünfzig. Wow. Güter gefallen. Weiß Bescheid, ne? Ja, das geht ja noch schneller. Das geht ja noch schneller wie unten. Güter gefallen. Es geht noch 16 Sekunden, ist gleich vorbei.
Mensch, jetzt bin ich hier voll vor die Scheibe, sowas Blödes. Nein, noch nicht. Ein paar Sekunden. Okay. Meine ist voll. Oh, das sind aber jetzt schon genug. Guter Gefallen. Ah, shit. Das war nicht so gut. Nicht so gut. Ich laufe mal ein bisschen rum. Warte, schau. 66. Es war nicht ganz so viel, wo ich verwischt habe. Scheiße, das dauert noch, bis sie wieder hoch, bis sie wieder voll ist. Ne, das bringt nichts mehr. Ja, ist ja gut. Okay. Nee. Ja. Hüter gefallen. Was, ich soll meine Super zünden? Jetzt ist schon... Ach so, ist schon vorbei. Ach so, dann muss ich das nachher machen. Au! Ach, der Idiot da! Hüter gefallen. Scheiß Dreck! Blöder Sack! Scheiß Psion! Mann, der geht mir so auf den Keks! Das Mistvieh! Gerade in der Gegend abgestürzt. Ja klar, jetzt beginnt diesen Kanal empfangen. Ich könnte eure Hilfe bei der Datensammlung gebrauchen. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Ja, ja. Meine Granate ist voll.
Ach. Wie lange geht es? Okay, da warten wir. Ich stelle mich hier ein. Sag's mir Bescheid, wenn ich die zünden soll. Aha. Bröse, was mir auch gefallen ist, dass das Wichtigste eigentlich ist immer, dass du dich bewegst. Links, rechts, vor, zurück, Deckung suchen, das Bewegen. Du musst halt, darfst halt nicht stumpf stehen bleiben, weil dann geht alles Feuer auf dich. Immer schön in Bewegung bleiben. Jupp. Wo ist dir das aufgefallen? Allgemein. So, jetzt müsste es funktionieren, oder? Ja, meine braucht auch immer recht lange zum Aufladen. Alter, diese Nummer, was ist denn los, ey? Dann müsste ich die quasi weiter nach vorne werfen, oder? Versichere dich, dass deine Magazine voll sind. Da kommt ein Haufen Leibeigener. Jetzt bring sie mal her. So, die können das super auch zünden, weil ich brauche sie ja sowieso nicht. Soll ich? Ja. Nix an. Okay. Sollte ich vielleicht
Ich habe Solarschaden drin. Ich kann auch einen anderen Fokus Schaden reinmachen. Ach so, ja. Stimmt. Kann ich ja gar nicht. Genau. Ich habe nicht viel, ich habe die Granate zu weit geworfen. 6%. 24% brauche ich noch. Ich habe die zu weit, ich muss die näher an die Kiste. Ah, der ist schon fertig, ne? Hey, da steht einer. Hier stehen Kabale. Scheißdrecks Psion. Das brauchst du ja nicht mehr. Du bist fertig, ne? Gesundheit, ja, hallo. Entschuldigung. Oh. Ist gerade das Mikro weggeflogen. Entschuldigung. Der Tommy, der kleine Härtefall. Oh. Der kleine Härtefall. Sehr schön, hat mir gefallen. Mal gucken, wo die meisten, dass ich alle kann ich sowieso nicht treffen. Oh, der jetzt kommt der Arsch von hinten. Ja, das war ja klar. Ich schau da mal. 84%, nur noch 16%. Die Zeit 1 Minute 45. Soll ich mal, aber super brauchst ja nicht mehr, ne? Oh.
Ja. Ist gleich soweit. Aber jetzt kommen die Dicken noch. Fertig! Ah, Tor. Der schießt sich von hinten ab. Ich bin tot. Oh Mann, das ist ein... Was wie? Ja, Lex, wie fett! Alle tot! Das war klasse, du! Haha! Das war gut, gell? Warte mal, vielleicht reicht es sogar. Ja, Lex, wie fett! Das war der Todeswurf. 100%! Fertig! Ja, das war der Hammer, ne? Tja, gewusst wie das. Hm? Ne, besser ging's für dich nicht. Das war klar, ja. So, okay, da bin ich ja fertig. Dann kann ich. Warte mal, wie viel hatte ich? 84 oder 84, 16%. Da schieße da schon wieder. Das sind doch Affen, glaubst du es? Ja, hier die die Schar. Ja. Ja, ich muss. Nee, ich muss jetzt die 5 Siege noch machen im Schmelz. Meinst du, die dreimal von heute Morgen zählen? Ich habe die Rüstung gar nicht angehabt. Ja, und mir fehlen dann 5, oder? Ja. Schmelzsiegel, Siege 5 steht da. 0 von 5. Ja.
Wer ist denn Trupp? Bist du Truppführer, oder? Wer ist Truppführer? Ne, ich? Ja, okay. Hab ich gepennt. Oh, meine Lieblingsbeschäftigung. Oh, das wird ja hart. Was mache ich denn? Wahnsinn. Oh, das wird hart. Wer weiß, wie lange das wenn es ganz dumm läuft, wird das nix. Das blicke jetzt nicht ganz. Was war mit den Zonen? Ach so. Oh, ich habe den Prometheus-Lensekatalysator bekommen. Das ist ja schön, da freue ich mich. Wo hast du den bekommen? Strike. Echt? Boah, wir haben doch 8 Heroische letztens hintereinander gemacht und nichts dabei. Ja, ich habe jetzt aber auch alleine gespielt, weil die beiden sind rausgegangen. Ja, okay. Ich habe den alleine zu Ende gemacht. Schön. Und heute haben wir auch oder gestern drei Heroische, war auch nichts dabei. Ich habe an den Einsatztrupp geschrieben, ob die behindert sind. Dann sind sie rausgegangen. Naja, aber die haben einfach nur rumgestanden, die haben nichts gemacht. Einfach am Startpunkt stehen geblieben und nichts gemacht. Weil die nur die Meilensteine brauchen. Die stehen dann einfach da drin und dann war's. So, Kills. Granatkills, das ist nicht schwer. Drei Granatenkills und eine Multi-Power-Kill. Geht auch. Konflikt. Sei besser als deine Gegner und überlebe. Der Sieg ist eine Sache des Willens. Ey. Ach, da kommen sie gleich mit der ganzen Clique daher. Hast du gesehen? Sackgesicht.
In Führung. Jetzt sind sie hinter uns. Sind bei schönen Falle reingelaufen. Ach, die Sau mit dem Schwert, du. Ja. Ach, Moment, das kann ich übrigens auch. Ach, naja, das lasse ich jetzt. Die Führung übernommen, aber du kannst den Spieß noch umdrehen. Ach Mensch! Aha. Ach Mensch, das gibt's nicht. Von hinten die Sau und killt zwei Stück von uns. Also jemand von den Mitspielern und mich. Scheiße. Noch können wir schaffen. 6 Minuten noch. Oh, Mensch, die Sau läuft die ganze Zeit hinter mir her. Ah. Drecksack. Oh. Mann! Weißt du, wo die sind? Nur noch 5 Minuten. Scheiße! Drecksack! Thank you.
Scheiße. Boah, Scheiße. Drecksack, Elender. Sind immer nicht so, wie das aussieht. Die sind. Ja. Ich guck jetzt gerade mal. Ah, schon hinter mir. Drei Stück. Klasse. Ah! Mensch. Wollte ich gehen mit sag schnell Nahkampf. Da müsste jetzt doch ein Wunder passieren. Oh, der hat Schwert. Ah ja klar, erwisch mich noch. Genau. Drei Leute ballern auf ihn, aber er mich. Genau. Wir haben fast gewonnen. Ja, das haben wir verloren. Das geht schon mal gut los. Ja. Du wurdest besiegt. Kämpf erneut. Beharrlichkeit ist der Schlüssel. Ja. Ja, das war doch heute Morgen oder gestern Morgen schon mal besiegt. So knapp. Es wird anders. Da waren es gerade drei Unterschied. Mist. Ja, wenn die sich so verstreuen, das sieht schlecht aus. Man sollte schon zusammenbleiben. Also zumindest mal drei Leute. Drei, vier Leute sollten schon zusammenbleiben. Mist. Schade, dass ich die Rüstung gestern Morgen nicht hatte. Dann hätte ich jetzt auch nur noch ein oder zwei Siege, aber jetzt muss ich fünf Siege haben. Boah.
Bitte? Mann, der ist genauso dämlich. Du Kacknubs. Nee, ich hol mich bloß nicht wieder, genau. Stehst direkt neben mir. Alter Vater. Oh, sind die dämlich. Mann, wie dumm sind die. Ja, pro Schaf. Pro Charakter brauche ich 3 Stück. Oh, nee, ne? Jetzt fange ich schon wieder an. Ah, das sind so eine verkackten Noobs hier. Der wird neben mir wieder gespawnt. Ich bin tot. Und glaubst, meinst du, er holt mich wieder? Nee. Da geht er los und will dann Ads töten. Besiege einfach deine Gegner. Die wissen gar nicht, was wir machen sollen. Das. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Die lassen die einfach liegen. Ja, aber weißt du warum? Weil du liegst vom Panzer, Alter, ey. Du glaubst wohl nicht, dass ich dich vom Panzer wiederbelebe, oder? Tja. Also nun komm. Also ich lasse nur jemanden liegen, wenn ich genau weiß, dass ich keine Chance habe. Keine Chance. Den Mann, wieder zu beleben. Das sind so eine scheiß Kacklups. Also, was nützt mir das dann, wenn ich drauf gehe? Verstehst? Ah, toll. Ich merke, dass ich müde werde. Da kommen 2 ganz langsam auf mich zu und schießen mich ganz gemütlich über den Haufen. Ich glaube, ich sollte aufhören, also. Ach. Der macht mich von hinten. Sowas vom Platz. Der Feind hat einen Boden gewonnen, aber noch ist es nicht vorbei. Ich habe auch keine Konzentration mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin den ganzen Tag schon zockt, das ist kein Wunder. Ich denke mal, ich höre nach dem Spiel auf. Ich muss, es ist vielleicht besser, wenn ich morgen, wenn ich ausgeschlafen bin, hier weitermache. Das hat kein Wert mehr. Ich sage, ich laufe gerade, die kommen ganz gemütlich auf mich zu und schießen mich in aller Ruhe. Ich habe das nicht registriert. Quatsch. Ja, du hast ein Schwert, ich weiß. Schön für dich. Arschloch. Nee, das hat keine Werte. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Dem habe ich eine mit dem Schwert gezogen, der läuft weiter.
Das gibt's nicht. Nichts. Kein, nur ein ganz minimal Schaden. Den habe ich voll von der Seite erwischt. Ach komm. Sorry, aber... Das hat keinen Wert, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ja, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Ach Gott! Ja klar! Minuten. Nee, ich mache hier nämlich die normalen heroischen Strikes, die ich hier sowieso brauche für die Herausforderung. Ich mache parallel dann die Beutezüge direkt mit. Drecksau. Und heb mir die auf. Die löse ich dann erst in Forsaken ein. Oh, unser Freund kommt. Oh. Ach. Die kommen von alle Seiten und wo hüpfen die Jungs rum? Ja, ist doch klar. Ist daneben gesprungen, das tut mir wohl leid. Hat er mich noch geholt, die Sau mit seinen... Er springt aber mich drüber, weil er mich nicht getroffen hat und also schön zurückgekommen. Ja, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Das ist... Wir werden hier so abgezogen. Ja! Stehe wieder auf und kämpfe erneut. Ich hör auf. Tut mir leid, ich hör auf. Das bringt mir nichts. Na und? Es liegen noch so viele Kämpfe vor dir.